Hallo ihr Lieben, ich habe seit 1,5 Jahren eine Capsule Wardrobe und wie ihr wisst, bin ich ein riesengroßer Fan. Ich kann es mir mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Ich liebe es, wenig Kleidung zu haben, den Überblick zu haben, fast alle Sachen mit fast allen anderen Sachen kombinieren zu können und einfach so eine große Flexibilität zu haben und trotzdem ja nicht so das Gefühl haben, überwältigt zu sein von dem, was da eigentlich im Schrank sitzt und auch gar nicht mehr wissen, welche Kleidungsstücke sich da überhaupt befinden. Trotzdem stören mich aktuell 1 bis 2 Sachen, sodass ich im kommenden Quartal ein bisschen was verändern werde. Und ich habe gedacht, ich gebe euch ein kurzes Update und erzähle euch ein bisschen, warum, was, wie passiert. Bevor wir loslegen, möchte ich euch aber noch ganz kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und ich freue mich mega, weil Nordcream mich einfach schon unfassbar lange auf diesem Kanal hier begleitet. Ich glaube, ich muss deshalb nichts mehr groß zur Marke sagen. Skandinavische, minimalistische Uhren, die sich super in meine Capsule Wardrobe und meinen Stil einfügen. Dabei steht die Verantwortung für unseren Planeten im Vordergrund. Die Verpackungen bestehen aus recyceltem Papier und Plastikflaschen und bei jeder verkauften Uhr wird an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Und ihr selber könnt auf der Website entscheiden, wenn ihr eine Uhr gekauft habt, an welche Organisation genau das Geld fließen soll. Finde ich mega. Ich habe mittlerweile eine kleine, aber feine Kollektion der wunderschönen und wirklich sehr hochwertigen Uhren. Sie eignen sich aber auch wunderbar als Geschenk. Ich spreche da aus Erfahrung, denn ich habe meiner Mutter im letzten Herbst die Unica in Silbergold zum Geburtstag geschenkt. Und sie trägt sie wirklich zu jeder Familienfeier und zeigt mir dann immer ganz, ganz stolz ihr Handgelenk. Und ich merke einfach, wie sehr sie sich über dieses Geschenk gefreut hat. Wie ihr wahrscheinlich wisst, steht am 8. Mai der Muttertag direkt vor der Tür. Und wenn ihr eurer Mutter auch einmal Danke sagen wollt, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit, denn Nordcream bietet schon 20% Rabatt auf alle Geschenksets. Und mit dem Code BEIMAREN bekommt ihr nochmal 15%, also weitere 15% auf diesen Preis. Alle Infos verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und die kostenlose Geschenkverpackung ist übrigens auch schon enthalten. Jetzt aber zu den Veränderungen, von denen ich eben gesprochen habe. Ich liebe die Capsule Wardrobe, allerdings habe ich aktuell das Problem, dass mich einfach die Zahl der Kleidung, die im Kleiderschrank hängt, überfordert. Ich habe nach wie vor das Problem, es ist zu viel. Ich verliere den Überblick. Mich nervt es total, dass ich nach einem Vierteljahr sehe, dass ich trotzdem ein paar Kleidungsstücke drin habe, die ich nicht getragen habe. Es gibt mir irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich kann das schlecht erklären und finde es einfach total schade für das Kleidungsstück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich einfach an die Zahl, an die geringe Zahl gewöhnt habe, an der Kleidung, die ich besitze, dass es mir jetzt schon wieder viel vorkommt. Aber ich habe einfach dieses innere Bedürfnis. Ich möchte es so weit reduzieren, dass ich wieder dieses Gefühl habe, das, was ich am Anfang der Kapsel hatte. Wow, es sind wenig Kleidungsstücke, ich liebe jedes davon, ich kenne jedes davon und ich werde auch jedes davon anziehen. Parallel habe ich mich in den letzten Monaten schwer getan, Dinge aus der Capsule Wardrobe rauszunehmen. Ihr wisst, ich nehme die Sachen raus und entscheide dann, möchte ich sie in Zukunft noch tragen oder ansonsten lagere ich sie bei mir im Keller ein mit der nicht saisonalen Kleidung. Allerdings habe ich mich dabei immer sehr, sehr schwer getan, die Dinge wirklich einzulagern, weil ich möchte vermeiden, dass sich irgendwie ein großer Haufen an gehorteter Kleidung im Keller sammelt. Das ist nämlich auch irgendwie nicht Sinn der Sache, sondern dann möchte ich lieber die Kleidungsstücke weitergeben und möchte, dass jemand anders noch daran Freude hat. Und dann habe ich sie meistens über Vinted verkauft. Allerdings führt es dann oft dazu, wenn ich sage, ich möchte nur 3, 4 Sachen im Keller haben, die ich jetzt einfach nicht anziehe, die ich aber vielleicht nächstes Jahr anziehe, dass ich mich entscheiden muss, ist dieses Kleidungsstück in der Capsule Wardrobe oder verkaufe ich es? Und das fällt mir einfach bei vielen Sachen schwer, sie wegzugeben. Und deshalb habe ich jetzt, es klingt total banal, aber für mich war das irgendwie immer ein Ding, ich möchte das nicht alles wieder in den Keller packen, habe ich mich jetzt entschieden, ich möchte da einfach ein bisschen offener sein. Wenn es 20 Sachen gibt, die ich jetzt nicht trage, aber die ich vielleicht in Zukunft tragen möchte, dann werde ich diese Kleidung einlagern. Ich möchte nur Kleidung weggeben, die, wo ich mir sicher bin, dass sie meinem Stil nicht mehr richtig entsprechen oder dass mir irgendwas anderes daran nicht gefällt, wie zum Beispiel das Material. Ich weiß, dass es jetzt alles irgendwie nach First World Problems klingt, dem ist auch so, aber ich weiß, dass viele von euch auch eine Capsule Wardrobe haben und vielleicht ähnliche Probleme oder ähnliche Gedanken haben und deswegen möchte ich euch sagen, es ist
alles vollkommen in Ordnung. Man darf Sachen einlagern, man darf sich auch mal was kaufen, was vielleicht nicht bitter notwendig war, aber trotzdem kann man damit nachhaltig unterwegs sein. Meine Lösung jetzt in dem Fall ist, ich möchte gerne im kommenden Quartal für die Capsule Wardrobe möchte ich mal austesten mit einer 30x30 Challenge, 30-30 Challenge, 30x30 Challenge zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich 30 Teile maximal habe, die für 30 Tage ausreichen und sich zu super vielen verschiedenen Outfits kombinieren lassen. Dabei eingerechnet sind auf jeden Fall Schuhe, plus ich möchte auch noch Taschen dazu zählen, um einfach die Zahl der Kleidung an sich noch weiter zu reduzieren. Vielleicht möchte ich auch gar nicht bis 30 Teile gehen, sondern vielleicht bei 25 oder so landen. Aber das weiß ich erst, wenn ich die Capsule Wardrobe wirklich dann zusammenstelle. Positiver Nebeneffekt übrigens ist, dass ich euch in den Capsule Wardrobe Videos der kommenden Monate dann auch Schuhe und Taschen zeige. Ich weiß, dass das vor allem bei Schuhen sehr von euch gewünscht war. Im Klartext heißt das, ihr werdet jetzt nicht pro Quartal fürs kommende Quartal ein Capsule Wardrobe Video bekommen, sondern ihr werdet 3 Videos bekommen mit jeweils der Capsule Wardrobe für den kommenden Monat. Ich weiß, dass das mehr Arbeit ist und dass es auch sehr viel Arbeit ist, es jeden Monat einmal durchzugehen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es mich aktuell erleichtert und parallel könnte es auch sehr viel Spaß machen, glaube ich. Und da ich es einfach strukturiert mag, habe ich das Ganze jetzt schon mal vorbereitet, indem ich mir Kisten im Keller freigeräumt habe, die ich labeln werde und in die ich die Kleidung einfach schön wegräumen kann. Meine Koffer reichen da einfach nicht für aus, platztechnisch. Deswegen möchte ich mal das System probieren, dass diese Kleidung auch wirklich nicht zu sehr gequetscht und gestopft in den Koffern ist. Ich finde, das hat sie auch nicht verdient, sondern dass sie einfach noch ein bisschen netter weggeräumt ist. Und als zusätzlicher Punkt für die Übersichtlichkeit im Kleiderschrank würde ich gerne jetzt, dadurch, dass die Zahl halt deutlich reduziert ist im Vergleich zum jetzigen Stand, alles auf meine Kleiderstange im Kleiderschrank hängen. Ich habe bisher die Kleiderstange plus 2-3 weitere Fächer. Ich hätte aber gerne, dass ich auf einen Blick alles sehe, was ich kombinieren kann, was noch da ist im Kleiderschrank. Rausfallen werden maximal 1-2 Pullover, weil Strickware es nicht so gerne mag, vor allem schwere Strickware, wenn sie gehängt wird, aber alles sonst möchte ich wirklich auf dieser einen Stange haben und mit einem Blick sehen können. Und weil es mir auch da wichtig ist, dass es schön gleichmäßig und übersichtlich aussieht, und ich glaube, die Übersichtlichkeit wird nochmal erhöht. Ich habe diesen Tipp, glaube ich, schon mehrfach gegeben, wenn ihr eine Sorte Kleiderbügel habt. Nun möchte ich nicht meine kompletten Kleiderbügel ersetzen. Ich habe einige Holzbügel in Naturton von IKEA und habe mir jetzt die identische Sorte, das ist so eine alte Form, die es auch gerade gar nicht mehr gibt. Der Bügel heißt zwar gleich Bumerang, aber der sieht oben abgerundeter und nicht so eckig aus. Und die habe ich mir jetzt über eBay Kleinanzeigen organisiert. Also gebraucht und nachhaltig, und werde alle anderen Bügel durch diese Bügel ersetzen, sodass das Bild einfach auch noch ein bisschen harmonischer und identischer ausschaut. Und die Bügel, die ich persönlich aussortiere, die sind ja wunderbar, da ist nichts mit, die werde ich einfach spenden. Ja, das so als kleines Update zum Thema Capsule Wardrobe. Ich habe riesige Lust auf die Challenge. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, wenn ihr selber eine Capsule Wardrobe habt. Vielleicht habt ihr auch Lust mitzumachen und das auch mal für euch auszuprobieren. Und nach 3 Monaten werde ich dann einfach ein Fazit ziehen. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? War es vielleicht zu aufwendig? In welchem Umfang macht was Sinn? Oder gefällt es mir so gut, dass ich es in Zukunft dauerhaft weitermachen möchte? Ja, das werden wir sehen und ich bin sehr gespannt. Das war's zu meinem Mini-Update. Habt einen schönen Sonntag und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann!